Garantiert drei Team der Woche Spieler. Hallo und herzlich willkommen bei TC Schubesch! Und wir kommen heute zu unseren ersten Elite Rewards, Jungs, ja. Team der Woche ist da, ne? Wir können mal ganz kurz drauf gehen. Ich find's ganz ehrlich, ich find's Team der Woche jetzt nicht ganz so geil. Dazu muss ich sagen, Jungs, beim letzten Video, wo ich noch allein die monatlichen Rewards geöffnet habe, haben einige so gesagt, oh, wie kann man sich über den Kimmich ärgern oder sonst irgendwas. Ich muss einfach sagen, bei diesen roten Spielern, ja, da kann man sich doch nur freuen, wenn man so einen Spieler auch verwenden kann. Weil man integrieren kann. Ja, anders sage ich mal, ist der ja wertlos. Was will ich da damit? Okay, er sieht zwar geil aus, ja, einige haben schlechtere Sachen gezogen, aber manche haben mit Gold 1, wenn ich mir so einen Semexi angucke, hat besseres gezogen, ja, als wir mit Elite 3. So, und hier sehen wir auch schon das Team der Woche. Ein Salah ST wäre geil. Wir haben ja das 3er Inform-Set. Ein Mbappé wäre ultra geil. Aber ich hätte auch gedacht, dass die mehr sagten. Aber klar, durch den Wants to Watch, ne? Ja, es ist halt auch so. Und dann gucken wir, was dieser Tovier ausbringt. 35.000. Was? Ja. Ja, sonst ist ja in diesem ganzen Team nichts wert. Wow. 25 sogar, was bringt eine Matze? Ja, 100. Ja, ja, der war gut. Der bringt noch ein bisschen was. Haben wir auf der Bank, haben wir noch irgendwas, was irgendwie saften könnte? Talisha wird auch nicht so viel. Nee, bringt mehr, auch nichts. Auch nicht. Vielleicht mit der ZM, aber wird auch nichts bringen. LV. Ori G bringt auch nichts. Also, wir müssen uns eigentlich nur auf Salah oder Mbappé verlassen, ne? Einer von denen muss drin sein. Ich sag mal, geil wäre halt, wenn du schon einen 89er Hummel sehen würdest, dann wäre es geil. Ganz ehrlich ist es eigentlich kacke, das Set jetzt zu öffnen. Aber was wollen wir machen? Wir müssen es jetzt öffnen. Ne? Wir müssen das jetzt öffnen. Wir können aber wieder ein Elite. Wir können ja mal gucken, ganz kurz die Statistik. Wir können erstmal die Dinge abholen oder gucken wir die. Wir holen sie mal ab, würde ich sagen. Komm, wir gehen mal rein. So. Yeah, ich spuck mal aus unseren Gewinn, Junge. Foot Champions Weekend League mit Elite 3 abgeschlossen. Ich glaube, 31 Siege waren das. Wir bekommen 100k-Set, 70.000 Münzen und ein Premium-TDW-Set. So, wir haben geholt 31 Siege. Ne? Ich sehe, Elite 3 ist auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Unser erstes Mal Elite. Ich sag mal, Elite 3 wollen wir nächstes Mal auf jeden Fall, würde ich schon sagen, wieder schaffen. Elite muss dauerhaftes Ziel sein. Ja, ne? Wird natürlich auch schwierig jetzt mit Büro und allem drum und dran. Du kannst ja gucken, wo wir monatlich stehen. Gehst du gerade unten auf Monat, aber nicht vorher aktuell. Das ist machbar, ja, oder? Ja, das ist auf jeden Fall machbar, bitte. Wenn wir auch irgendwie hinbekommen, auf jeden Fall einen guten Start hingelegt. Ich würde einfach sagen, wir starten wie, wer darf was? Du darfst das TDW. Okay, dann machst du das 100k-Set auf. Bin ich mal gespannt. Ich habe aber ein gutes Gefühl eigentlich aktuell. Ja, ich sag mal einen Schlitz. Ah, das sind doch die ganzen... Die heben wir uns mal noch auf. Footwaff-Dinger. Hier haben wir es, ne? Hier ist unser gutes 100k-Set und da ist deins, was hier lauert. Ja. Ich würde sagen, Ikone ist drin. Ikone ist drin. Welche sagst du? Ganz ehrlich, ich fang ganz niedrig an. Es ist nur ein kleiner Ronaldo drin. Ich sag Pele. Pele? Die Karte hinten. Let's Alles go. Alles klar. Let's go. Let's go. Hopp auf. Komm, Digga. Ja, Schlitz ist da. Es ist leider keine Icon, aber es kann ja was Geiles kann sein. Kann alles mit uns sein. Oh mein. Koschnelny 84. Kein Walkout, Digga. Kein Walkout. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, ne? Aber wenn gleich die Frankreich-Flagge kommt, bin ich zufrieden im TDW-Set. Ja, vielleicht ist aber versteckt sich hier noch einer hinten dran, ne? Ja, das könnte sein. Aber ich glaube, Koschnelny bringt so 30. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bringt der Bra? Ich kann sogar aufheben, wann jetzt irgendwann die Dings kommen, ne? Da wird der richtig teuer wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles mitten in den Verein, ja, ne? Ja, wir gucken mal durch, aber ei. Schlechtes 100k-Set. Echt, echt mies. Für das, dass du so viel Arschwasser verschwitzt hast, ne? Digga, alle, mir ist Arschwasser gelaufen, ne? Bis zum Gegner. Jetzt haben wir hier, Jungs, garantiert drei Team der Woche Spieler. Wir haben gesehen, Mbappé. Aber wahrscheinlich, ganz ehrlich, ich drücke jetzt da drauf und es ist einfach ein stinkender Traoré drin. Ich hab Angst. Was machen wir? Drücken wir drauf oder nicht? Traoré, welcher Traoré? Der von Olympique Marseille ist es, glaube ich. Oder Olympique Lyon. Olympique Lyon ist es, glaube ich. Den wir mal als Wants to Watch, glaube ich, neben drin haben. 82er, der
14k bringt. Wenn ich jetzt den 82er gezeigt bekomme. Hey, komm, die ersten Elite Rewards. Mach keinen Scheiß und konzentrier dich jetzt. Und hol einen Mbappé. Wir gehen kurz in die Werbung. Nee, Quatsch, Jungs. Komm, wir brauchen jetzt einen Mbappé. 3, 2, 1, Walkout. So, die Walkout-Pose. Mach die Walkout-Pose. Oh mein fucking Gott. Ist das scheiße. Ich hab ja gerade irgendwie noch auf die Deutschlandflagge gehofft, aber... Oh, ist das dreckig, Alter. Ach du Kacke. Hilft nur noch ein Clickbait-Titel à la Benji, ne? Ja, dass die Clickbait-Schlange wieder zuschlägt. Ja. Ach du Scheiße, Junge, ist das dreckig. Das drück ich weg, ich kann mir nicht angucken. Mach weg, oder? Guck mal. Was du... Oh, hopp. Da ist er. Ich drück jetzt da drauf und es ist einfach eine stinkende Traube drin. Ach du Kacke, Alter. Wow, Jungs. Wow. Ja, draufstelle du, Mann. Ja, ja. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Wobei der gute Werte hat für ein IV. Wow, Alter, hat blaue Haare oder was? Ganz ehrlich, die kann man mitnehmen. Ja, vielleicht wenn ein Ding kommt, ne? Ach Jungs, wie kacke ist denn sowas? Man schwitzt sich. Ach hopp. Fertig. Wir können aber ganz kurz, Jungs, hier mal auf unser Team gehen. Also auch hier war wieder jetzt nicht wirklich was dabei, was wir hätten irgendwie... Ja, oder wo uns auch hätte weitergebracht, ne? Können wir mal ganz kurz hier auf den Club gehen. Ja, die ganze Inform, kommen schon ein paar gute Inform, Leute. Ja. Ja, das ist ja auch der traurige Eimer. Können wir, obwohl, Once to Watch könnte man eigentlich auch mal aufheben, ne? Ja, heb mal auf, vielleicht kommen irgendwelche bestimmte SDCs Anforderungen. Heute, ne? Sind wir raus? Deprimiert? Schreibt rein, was ihr hattet, Jungs. Und wir bemühen uns jetzt, wenn ihr das gesehen habt, ja, oder wenn ihr das Video seht am Montag, hoffe ich, dass wir in der Weekend League wieder rasiert haben und in Elite gelandet sind. Dass wir das besser machen. Es kann ja nicht sein, dass man sowas auf sich sitzen lassen muss, ja. Und ja, Jungs, dann würde ich einfach sagen, sind wir raus. Ja, ihr könnt auch mal noch drunter schreiben, ob ihr dann wieder Bock habt auf ein Büro-Vlog. Ja, weil da wird genau dann auch was wieder kommen. Da sind wir dann morgen am Schuften dran, also Samstag, samstags, ja, dann am Arbeiten dran. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.